90% aller Menschen haben Plastikrückstände im Blut. Guten Morgen! Die Universität in Bonn sagt das, was keiner hören will. Aber jetzt wird es Zeit, etwas zu tun. Plastik und dessen giftige Schadstoffe sind überall. In PVC-Böden, in Möbeln, in Kleidung, in Bettwäsche, in Spielsachen, in Hygieneartikeln, in Plastikgeschirr und sogar in Kunststoffverpackungen. Was sind das eigentlich für Schadstoffe und was kannst du tun? PET zum Beispiel, erster Schadstoff, Polyethylen-Tereftalat, dürfte vielen von den Plastikpfandflaschen bekannt sein. Der Kunststoff steckt aber auch in Fliesen und Sportbekleidung sowie auch in Funktionssachen. Ja, Scheiße, habe ich im Schrank. Ja, PET gibt nach einer Weile der Benutzung einen Stoff ab, der Leberschäden verursachen und laut EU sogar krebserregend sein kann. Ja, nicht so schön. Polystyrol wird unter anderem für Sichtverpackungen und Dämmmaterial benutzt. Er beinhaltet den krebserregenden Stoff Benzol und kann sogar unsere Fähigkeit zur Fortpflanzung verhindern. Ja, wo ist das zum Beispiel drin? Sichtverpackung. Ja, die Bäckereitüte. Kennt ihr die? So, das kleine Sichtfenster, wo du die Brötchen reintust. Ja, naja. Melamin steckt in Kunstharzen und Geschirr, setzt unter Hitzeeinwirkung Formaldehyd frei, das über längere Zeit hinweg Allergien, Atemwegserkrankungen und Krebs verursachen kann. Also die schönen Melaminteller, da schön das heiße Steak drauf und zack! PVC, Polyvinylchlorid, das ist eigentlich hart und spröde und muss deshalb mittels Weichmachern bearbeitet werden. Die werden aber nach einiger Zeit einfach wieder an die Umwelt abgegeben und das PVC wird wieder spröde. Kennt ihr vielleicht von eurem Gartenschlauch? Okay, Problem erkannt, Problem gebannt. Was kannst du tun, was können wir alle tun? Dafür gibt es dieses Video. Zum einen natürlich auf alle Verpackungen verzichten. Nimm dazu einfach ein paar Baumwollnetzbeutel und nutze diese anstatt dieser leidigen Plastikrollen, die sowieso meistens immer alle sind. Du fühlst dich besser, die Natur fühlt sich besser und du inspirierst damit andere. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist, kannst du auch direkt einen Korb mit reinnehmen, da brauchst du gar keinen Beutel. Das ist alles reine Bequemlichkeit. Ja, okay, kommen wir zum nächsten. Wenn du die Wahl hast zwischen, genau, Plastikverpackung und Glas, auch so eine Sache. Man greift instinktiv zu dem, was man immer gekauft hat. Aber oftmals gibt es auch ein Glas. Tomatensoße, wenn du das hier nicht selber machst. Nimm das im Glas. Und klar, ist schwerer, aber hast ein extra Workout. Wir bewegen uns eh alle viel zu wenig. Wenn es abgepackte und lose Ware gibt, dann nimm die lose Ware. Äpfel zum Beispiel. Sind meist sowieso die regionalen dann meistens. Setze Signale, sei ein Vorreiter. Du fühlst dich gut dabei. Mineralwasser, kaufst du das noch in Flaschen? Plastikflaschen? Leitungswasser hat viel strengere Richtlinien. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht. Aber lass dein Wasser trotzdem vorher nochmal testen. Die Rohre, weiß ich nicht, wie sie bei dir im Haus sind. Wo ich testen lasse, das steht unten in der Infobox. Okay, Einkauf wird plastikfrei. Super, check. Zweite Sache, Haushalt. Ich hoffe, du hast mein Video zum Natron schon gesehen. Egal, was du im Haushalt brauchst, schmeiß es weg und nimm Natron und Zitronen. Oh, habe ich jetzt gesagt, schmeiß es weg? Also du schmeißt natürlich nicht weg, sondern du brauchst es auf und schmeißt es dann weg. Natron-Zitrone wird alles sauber. Klar, Natron gibt es meistens in so einem 5 Kilo Plastereimer, aber allemal besser als diese ganzen Flaschen Reinigungsmittel gegen alles mögliche. Waschmittel brauchst du nicht mehr. Socke, Efeu rein, zerschneiden, da sind Saponine drin, in die Waschmaschine und zack, ab geht's. Spülmaschinentabs kannst du selber machen. Ökologischer Geschirrreiniger. Ne? Schneid einfach 3 Zitronen in Scheiben, vermisch das mit 300 ml Wasser, mit 200 Gramm Salz und 100 ml Apfelessig. Lässt sich wunderbar merken. 3, 2, 1. Rühre das 3 Minuten lang um und gieß den Brei durch ein Sieb. 2 Esslöffel davon, wunderbar, kompletter Spülgang. Bäm. Dann kosmetische Feuchttücher. Ja, okay. Manch einer braucht das. Ja, gibt einige, die das nutzen. Das sind Duftstoffe drin, Alkohole, Parabene, Tenside, dazu noch die Plastikverpackung. Geht auch wunderbar, ganz einfach selber herzustellen und umweltfreundlich. Dafür brauchst du lediglich eine Rolle Küchenpapier, eine Metalldose, du brauchst Wasser und Kokosöl. Ganz einfach. Du erhitzt einfach einen Viertel Liter, 250 ml Wasser und rührst das mit 1-2 Kokosöl, mit 1-2 Esslöffel Kokosöl umher, dass es alles schön warm wird. Legst du zur Seite, zerschneidest deine Küchenrolle in der Mitte, die große Bäm in der Mitte, legst dir eine Hälfte in eine Dose, gießt das Kokoswasser drüber, presst das zusammen, mach zu, schüttle und ja, kurz darauf, nachdem du das fertig hast, ziehst du die feuchte Pappe in der Mitte raus und fertig ist dein Feuchttuchspender. Und ja, es gibt auch Metalldosen inklusive Metalldeckel und auch ohne Aluminium. Eine passende aus Edelstahl für 8 Euro habe ich dir unten verlinkt. Vanillezucker oder generell aromatisierte Dinge im Haushalt, das kann man alles viel besser und preiswerter selber herstellen und
in Glaslagern, in Metalllagern. Generell, ich würde alles in Gläsern lagern. Möglichst dunkle Gläser, damit das Aroma erhalten bleibt. Gewürze kann man auch auf dem Balkon selber herstellen oder in der Küche kultivieren. Frisch haben Gewürze auch viel mehr Power und mehr Inhaltsstoffe. Dasselbe gilt natürlich für Superfoods, Sprossen, für Gräser. Wenn du dir allerdings da keine Zeit dafür nehmen willst, vollkommen in Ordnung, nur Inspiration. Ne? Machen wir weiter. Drittens, Konsum. Das fängt bei Kinderspielzeug an. Kinderspielzeug. Einfach aus Holz. Dieser ganze blinkende Plastemüll, der sorgt ja wahrscheinlich nicht nur durch die Plaste auf der physischen Ebene, sondern auch durch die nervigen Geräusche auf der geistigen Ebene für eine extreme Übersensibilisierung unserer Kinder. Wer soll da noch ruhig und stressfrei aufwachsen, wenn überall diese batteriebetriebenen Schussgeräusche, die Signaltöne und die Feuerwehrsirenen ertönen? Was waren das noch für geile Zeiten mit Murmeln und mit Bauklötzern? Aber fängt ja schon bei den Babys an. Windeln. In diesen Windeln heutzutage ist Plastik. Das dauert Jahrhunderte, bis diese vollgeschissenen Windeln in der Natur abgebaut werden. Und da liegt es nicht an der Scheiße, sondern es sind die Windeln, die so lange brauchen. Und abgesehen davon weiß man heute schon, dass das Plaste aus den Windeln, sogar das Plaste aus diesen Kassenbons, transdermal in unseren Organismus gelangt. Murmelnbauklötze. Aber da gibt es auch die Knete, Samu. Das war doch auch schön. Das ist doch Plaste. Wer will, kann die Knete selber machen. Mische je 2 Tassen Mehl, kochendes Wasser und Salz mit 2 Teelöffeln Zitronen- oder Weinsteinsäure und 2 Esslöffel Speiseöl zusammen und verknete die Rezeptur. Das teilst du dann, wenn es abgekühlt ist, ne, nicht wenn es heiß ist, in mehrere Portionen. Färbst sie, wenn du möchtest, mit verschiedenen Lebensmittelfarben, die du auch selber herstellen kannst, zum Beispiel rote Beete. Und tust es luftdicht verschlossen in den Kühlschrank hinein. Das hält wunderbar diese selbstgemachte Knete mehrere Monate lang. Thema Kleidung. Preiswerte Kleidung oder sagen wir billige Kleidung. Die Inhaltsstoffe da drin, die können sowohl in der Herstellung für dich als auch für die Umwelt schädlich sein und sind es meistens. In vielen billigen Shirts werden statt rein organischen Materialien eben Kunststoffe eingesetzt, wie zum Beispiel Polyester. Diese bestehen aus PET. Das hatten wir vorhin schon beredet, ist eben schädlich für unseren Körper. In der Outdoor-Bekleidung, also in Funktionssache, ist nicht nur PET, sondern zusätzlich polyfluorierte Kohlenwasserstoffe bzw. PFC auch zum Einsatz, was laut Greenpeace die, da haben wir es wieder, Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen kann und auch, ist halt auch scheiße, Schilddrüsen- und Autoimmunerkrankungen verursachen können. Vielleicht war es ja bei mir nicht die Jod-Hochdosis-Therapie, sondern die Funktionssache. Naja. Diese Stoffe wurden bereits auch in vielen Gewässern und sogar im Blut von Eisbären gefunden. Genau. Also achte beim Kauf auf Qualität bei Kleidung und nicht immer auf die billigsten Preise. Kauf dir lieber gute organische Sachen, dafür nicht so viel. Gebraucht kaufen, wunderbar und minimalisieren. Du wirst dich von Tag zu Tag besser fühlen und machst dir keinen Stress. Du machst es Stück für Stück. Ich bin da auch noch nicht lange dabei, dass ich so wirklich versuche knallhart zu optimieren und das dauert auch noch ganz lange. Und ich sag dir, es macht sogar Spaß und es gibt ein richtig geiles Lebensgefühl, mehr im Einklang mit der Natur zu leben. Natürlich, wie gesagt, immer stressfrei. Wenn dich das Video in irgendeiner Weise motiviert hat, dann wird es auch andere motivieren. Und schick deshalb den Link dieses Video per WhatsApp einfach an 5 Freunde anstatt diese pseudo-witzigen Bilder und Kettenbriefchen. Denn so kannst du wirklich was tun. Und ich wünsche dir viel Freude beim Ausprobieren, viel Freude beim Motivieren und Inspirieren von anderen Menschen. Wir alle gemeinsam gegen die scheiß Plastiksachen. Plastiksachen, jetzt habe ich es doch wieder gesagt. Fuck, ich habe die ganze Zeit immer dran gedacht, nicht Plastik sagen, sondern Plastik sagen. Plastik natürlich. Plaste ist was anderes. Und das ist Kunst oder so. Keine Ahnung. WhatsApp, 5 Freunde. Macht's gut.